Zu was gehabt, meine Freunde, sag ich dir, und willkommen zu keinem Forza 5 Xbox One Live Commentary oder wie man es nennen macht, Live Gameplay. Ja, wir fahren mit einem Audi, ey, gibt euch mal die Grafik. Die Xbox One ist echt eine geile Konsole, man. Der Controller geht, die ist zwar irgendwie Bigfoot, die Konsole, die ist irgendwie 2 Meter groß oder so, aber Bums, aber gibt euch mal die Grafik, ganz ehrlich. Muss hier kurz an den Fahrhilfen was machen. So, ich habe keinen Bock, dass mein Auto kaputt geht. Und was ich noch schauen wollte. Ich weiß gerade nicht, ob man hier wie im normalen Forza schaltet. Das ist mir gerade ein bisschen fremd, aber ich weiß nicht, wie man hier gucken kann, wie man schaltet. Aber ich fahre mal so. Wir schauen gleich mal hier. Ich drücke gleich mal Start. Ich bin so ein Typ, der fährt nur quer und gibt die Grafik ist awesome einfach. So, jetzt geht's. Ich weiß schon, das ist dasselbe wie beim normalen Forza. Hurensöhne. Ich habe nicht wirklich die Ideallinie, aber das Auto ist nicht wirklich. Okay, er kommt quer. Wir probieren zu gewinnen. Aber der Audi. Ja, komm, du Hurensohn! Der Audi zerreißt einfach. Gibt's immer die Grafik, Alter. Die Strecke habe ich schon in. Guck ihn dir an. Tschüss, Bruder. Die Strecke gibt's auch in Forza 4 und 3, glaube ich. Hier muss man abbremsen. Ich bremse mal ab. Vierter Gang rein. Abbremsen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Okay, komm doch quer, Mann. Der kommt einfach nicht quer. Ich hasse es, normal zu fahren. Guck ihn dir an. Ich ramme jeden weg, Digga. Ich komm schon näher. Ich werde das Ding gewinnen, Alter. Es gibt 2 Runden. Okay, der Controller ist auch richtig nice. Guck mal, wie die fahren. Wieso die letzte Hurensöhne, Mann. Ich bin zwar auch so ein Hurensohn, aber Bums. Mal reinkommen. Das Spiel läuft, glaube ich, auf 60 FPS oder so. Das ist komplett anders. Das fühlt sich auch so anders an beim Fahren. Oh, komm quer, Bruder. Nice. Es bockt ja, Mann, wenn er quer kommt. Ich sehe da gerade nichts. Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Mal abbremsen, hier kommt Parcours. Aber das Auto kommt schon quer, Alter. Nice. Oh mein Gott, komm. Gib doch Gas. Ich liebe es, mit Kupplung zu fahren. Es ist auch einfach. Hat so ein bisschen demoliert, aber geht schon. Mal kurz abbremsen hier. Komm doch quer, Mann. Ich drück Handbremse, aber er kommt trotzdem nicht quer. Das ist voll komisch. Aber es bockt, meine Freunde. Es bockt. Jetzt habe ich langsam das Auto raus. Oh, der Typ war nice. Wir probieren hier einfach zu driften. Mach mal die Reifen ein bisschen wärmer. Oh, Digga, der war nice. Der war einfach nur nice, meine Freunde. Nein. Okay, gerade hat er nicht so wirklich das Gas angenommen. War ein bisschen komisch. Aber was soll's. Okay, hier abbremsen. Handbremse. Bisschen bremsen. Dritter Gang rein. Und drifte!
Läuft, meine Freunde. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Zurückspulen. Das war echt ein großer Fehler, weil da habe ich jetzt keinen Bock gehabt, so lang zu fahren. Guck mal, wie schmutzig das Auto jetzt irgendwie so ist, oder ich weiß nicht. Splitter oder so. Aber das Auto gefällt mir schon mal. Mal schauen, wie es bessere Autos irgendwo gibt. Aber ihr werdet es bei mir jetzt mal ein bisschen mehr Forza Gameplay sehen. Hoffe, euch gefällt euch. Ich glaube, ich mache ein Let's Play oder so. Aber bockt sich. Das bockt sich richtig, das Game, meine Freunde. Oh mein Gott. Das war ein bisschen schlecht von mir, aber... Bums, Alter. Vierter Gang rein und... Mal Cockpit View hier. Erster Platz abgeschlossen, meine Freunde. 2 Minuten hat das dann gedauert. Es hat einfach nur gebockt. Ich empfehle euch, holt euch die Xbox One, holt nicht PS4, irgendwie komisch. Aber Xbox One, Forza, geil, mein Forza rein. Und das war's, Digga. Guck dir das an, guck dir die Grafik an, Alter. Gib dir die, Alter. Scheiße, Alter, ich drehe durch. Das war's ja mit dem Gameplay, aber ich mach gleich noch eins hinterher. Also, jo. Ich hoffe, euch hat es gefallen und jo, dann bis zum nächsten Ding. Gameplay. Jo, ciao sein.